Hallo und herzlich willkommen im Keller. Es ist wieder Zeit für ein Dankeschön-Video. Ich muss es leider zum zweiten Mal drehen, weil ich gerade ein paar technische Probleme hatte. Aber das macht nichts, weil ich freue mich auch gerne zweimal. So, gibt einen Haufen Papierkram dazu, mit wenigen Worten und viel Bildern. Und das kam mir irgendwie auch verdächtig vor. Moment, wenige Worte hattest du doch schon mal bei einem sehr tollen Geschenk. Und zwar vom Thomas. Und der Thomas ist derjenige, der mir auch mein Opinel Explorer Messer geschenkt hat, das ich ja jetzt seitdem eigentlich fast immer dabei habe, wenn ich im Wald unterwegs bin. So gut wie wirklich immer. Und hat mir jetzt noch diversen anderen Krempel jetzt auch nochmal geschickt. Da war ja damals schon ein Haufen Zeug im Paket. Und jede Menge super nützlicher Krempel und jetzt nochmal. Heieiei. Also schon mal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Jetzt habe ich ein bisschen was schon weggeräumt gehabt, eben im Rahmen des ersten Versuchs, das Video zu machen. Und dann muss ich jetzt das mal gerade wiederholen und dann kann ich das gleich mal vorzeigen. Also, erstens mal Esbit-Würfel. Esbit-Würfel kennt man. 6 Stück. Und die kommen wie gerufen. Weil ich habe zwar noch welche im Rucksack unten rumfliegen, aber mein eigentliches Depot, mein Vorrat hier im Keller, der ist aufgebraucht. Ich habe gerade eben geschaut, ich habe keinen einzigen mehr. Tippidoppi, Esbit-Würfel kann man nie genug haben. Ich benutze die ja auch wirklich gerne und auch so viel, dass ich da immer einen gewissen Verbrauch habe. So, und das Tolle ist, bisher hatte ich die immer im Rucksack rumliegen, einfach damit ich halt mal Esbit-Würfel dabei habe, wenn mir wirklich. Wenn irgendwas alles schief geht, was das Feuermachen angeht, oder man irgendwo jetzt wirklich gerade wo ist, wo man ums Verrecken nicht genügend Holz findet. Problem ist, ich habe halt nur Esbitwürfel dabei gehabt und ich musste mir dann immer irgendeine Konstruktion bauen, um dann halt eben die Tasse draufzustellen. Lösung. Die Lösung ist dieses Ding hier. Vielleicht kennt die der eine oder andere, die sind teilbar, glaube ich, in diesen MRE-Päckchen sind die teilbar, also Meal Ready to Eat. Gibt es manche, ich stehe ja auf diese Militärfutter-Sachen, und da gibt es manche Päckchen, da sind diese Kocher drin und eben 2 oder 3 Esbitwürfel, ich weiß nicht wie viele. Dann soll man sich das quasi da drauf heiß machen und das Essen ist dann in so einer Dose. Also da habe ich die auf jeden Fall schon mal gesehen, habe aber nichts dergleichen und davon hat er mir jetzt 2 eben entsprechend eingepackt. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Da werde ich mir einen in den Rucksack schmeißen. Für diejenigen, die das interessiert, ich habe hier meine Waage direkt rumstehen. Die wiegen ziemlich exakt 30 Gramm. Also sehr wenig. Ich vermute, das ist, ich habe keine Ahnung, woraus sie sind. Alu? Wenn, dann ist es ein komisches Alu. Weiß ich nicht. Aber das ist ja optimal und wieder eins meiner Probleme, über die ich mir gar nicht groß Gedanken gemacht habe, ist damit auch wieder gelöst. Ich habe ja jede Menge Kocher, die man als Esbit-Kocher verwenden kann. So ist das nicht das Problem. Aber aufgrund dessen, dass mein Rucksack schon relativ voll ist, mit allem möglichen Kram, der unten drin liegt, wollte ich da jetzt nicht noch einen relativ großen Esbit-Kocher reinschmeißen. Aber so ein Ding, das geht noch. Also das geht wirklich noch. Rucksack ist gerade woanders, sonst würde ich das auch gleich verstauen wollen. Aber wie gesagt, ist gerade woanders. So, dann diese großartige Feldflasche hier. Und ich wusste gar nicht, dass es eine Wildo-Firma gibt. Also nennt sich Wildo Schweden AB in Borås oder Borås, Schweden. So, steht hier auch entsprechend drauf. Und von denen scheint es wirklich allerhand geniales Küchenzubehör, sage ich jetzt mal vorsichtig, für den Outdoor-Bereich zu geben. Das ist ja krass. Ich habe von denen wirklich noch nie gehört, nie was gehört gehabt. Und kommen wir nachher noch dazu. Die Flasche ist jedenfalls von daher großartig, weil die hat 700 Milliliter Fassungsvermögen. Ich hatte bisher ja immer gerne verwendet meine US-Piloten-Taschenflasche. Die haben beide eine Gemeinsamkeit, nämlich sie haben auf der Rückseite eine Nierenform und haben damit beide die wundervolle Eigenschaft, dass man sie sich super in die Beintasche stecken kann, ohne dass einen beim Laufen allzu sehr stören oder es allzu sehr unbequem wird. Und mein Problem ist immer, dass ich mit diesem halben Liter. Ah, dann machst du dir eine Tasse heißes Wasser und hast du kaum noch was zu trinken oder auch zu wenig, um dein Feuer effektiv zu löschen. Mit dem Ding reicht's. Dann kann man noch 2 Schlückchen hinterher trinken und hat noch genug, um sein Feuer zu löschen. Also das ist eine super Größe für mich.
Da bin ich Gabel sehr begeistert von. Und wenn man die Hosentaschen schon voll hat, das war bisher auch mein Problem, diese Flasche, die kann man sich zwar in die Hosentasche stecken, aber meistens habe ich da schon was weiß ich was drin. Die Kamera, Akkus, Messer natürlich, eine Taschenlampe und was weiß ich, was ich gerade halt sonst noch rumschleppe. Bisschen Schokolade, Schweizer Armee-Schokolade, die muss ja irgendwann mal aufgegessen werden. Ja, und die hier kann man sich dann notfalls gegebenenfalls auch wunderbar an den Gürtel hängen. Und auch da, gerade wenn man sie sich dann hinten hinhängt, da wo der Körper natürliche Rundungen aufweist, ist das erstaunlich angenehm, weil das klappert dann nicht so sehr hin und her. Das macht dann einen etwas fixierteren Eindruck, dadurch, dass konkav und konvex sich ganz gut ergänzen kann. Ne? Das klingt jetzt wie ein völliger Blödsinn, aber das funktioniert tatsächlich. So, wo mache ich denn jetzt weiter? Dann ganz hervorragend für kommende Projekte, die ich hoffentlich diese Woche noch umsetzen kann. Emergency Sleeping Bag, also so ein Rettungsdeckenfolien-Schlafsack, hatte ich schon mal einen im Einsatz. Wollte ich aber wahnsinnig gerne nochmal ausprobieren. Vielleicht halte ich es jetzt mal eine Nacht durch. Das letzte Mal ist es gescheitert. Das Problem ist, ich habe den auch noch. Aber wenn man die halt einmal aufgefaltet hat, dann kriegt man sie halt nie wieder auf so ein Packmaß zusammen. Das ist hoffnungslos. Und irgendwie macht es keinen Spaß, mit so einem Knäuel dann in der Gegend rumzulatschen. Also ich glaube, den kann ich entsorgen und nehme dann lieber den hier und... Die sind ja quasi Einwegprodukte. Jetzt will man natürlich Müll vermeiden. Vielleicht schneide ich mir da auch noch was raus aus dem anderen Ding. Sieht man den? Da unten liegt er jedenfalls im Regal. Ist in so einem olivenen Sack drin. Ja, also da bin ich auch gespannt, da nochmal Experimente machen. Weil ich wollte auch noch mehr mit größeren Mengen, dann auch, ich hatte letztes Mal nur eins oder was, von diesen Heizpads, da habe ich mir auch ein 10er-Pack gekauft, gab es mal irgendwo günstig, wo auch immer ich die her hatte, weiß ich nicht mehr, aber irgendwo habe ich jedenfalls ein 10er-Pack und habe da jetzt genug davon, dass ich da auch mich wirklich mit den Dingern zupflastern kann und mich dann mal in dieses Teil reinlegen möchte und einfach mal testen, was passiert. Also vielen, vielen herzlichen Dank, das gibt tolle Projekte in die gleiche Richtung geht, weil ich ja gerade am Notübernachtungsmöglichkeiten rumprobieren bin. Ich habe mir auch neulich erst ein Rettungsdeckenshelter eben entsprechend gebaut. Das ist das Rettungsdeckenshelter in Deluxe. Und das Coole ist, bei dem Set ist die Schnur auch gleich dabei. Hier unten steckt sie drin. Da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf und ich war schon 7000 Mal gefühlt kurz davor, mir so ein Ding zuzulegen. Ich habe die auch irgendwo gesehen, dass die auch in Orange gibt. Ich halte das hier aber für effektiver, weil reflektiert. Und gerade als wirkliche Notunterkunft, da will man ja eher gesehen werden. Gut, in Orange wird man auch gesehen, aber bei so einem reflektierenden Alu-Zeug, da wirst du, glaube ich, noch eher gesehen. Das halte ich für sogar noch besser. Einziger Nachteil, den man sagen könnte, vielleicht eventuell, wenn es außen auch Alu hat, dann... reflektiert es ja auch die Sonne dann wieder weg, die das Ding innen aufheizen könnte. Vielleicht ist es aber auch ganz angenehm. Ich weiß es nicht, ich probiere es aus. Ich bin hochgespannt und bin erstaunt, wie groß diese Teile doch sind. Ich hatte irgendwie gedacht, die wären kleiner, aber das ist auf jeden Fall unglaublich spannend. Und das werde ich in den nächsten Tagen hoffentlich dazu kommen, das eben entsprechend auszuprobieren. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Da bin ich richtig, richtig, richtig gespannt drauf. So. Dann nochmal was in dem Bereich. Und zwar die Miltec Rettungsdecke in Oliv. Das ist ja genial. Also das wusste ich auch nicht, dass es das gibt. Rettungsdecke kennt man, klar. Aber das ist halt eben das große Problem mit den Dingern. Tarnung ist nicht. 0, gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Und mit diesem Ding halt eben schon. Das ist auch so ein schönes dunkles Oliv. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch gut das Licht aufnimmt und auch ganz gut eben entsprechend Wärme weitergibt. Und man leuchtet halt quasi nicht gefühlt wahnsinnig in der Gegend rum und reflektiert jedes bisschen Licht, was gerade auch nachts, wenn jemand mit der Taschenlampe kommt, da könnte man genauso gut gleich Leuchtreklame aufstellen. Ich bin hier! Wenn man da irgendwie mal nicht entdeckt werden möchte. Und von daher genial, das wusste ich also wirklich nicht, dass das gibt. Also, Shelter, super. So, dann ein ganz, 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 ganz genialer Gegenstand ist das hier.
Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, was zum Geier ist das? Und erfreulicherweise gibt es dazu auch eben entsprechend eine Gebrauchsanweisung, also wie das aussehen soll, wenn es fertig ist. Und der Thomas hat mir auch noch dazu geschrieben, auch für Feuer. Und das finde ich jetzt besonders genial. Also man kann einen Trangia-Kocher da reinstellen, klar. Oder auch einen anderen Kocher sicherlich. Aber geht auch bestimmt mit Esbit. Aber das Genialste finde ich wirklich, wenn man das da mitten ins Feuer stellt. Und das ist ja auch immer so ein ewiges Problem. Also Problem ist jetzt übertrieben. Aber so ein ewiges Ding, was mich umtreibt, dass ich, wenn ich ein normales Feuer mache, halt immer nicht so wirklich eine optimale Lösung kenne, wie man da jetzt sein Geschirr reinstellt. Klar, man kann sich irgendwie was bauen, was relativ umständlich ist. Das mache ich dann, wenn ich mal größere Kochprojekte vorhabe. Das mache ich dann auch ganz gerne. Aber meistens, wenn ich mir wirklich nur eine heiße Tasse irgendwas machen möchte oder einfach ein bisschen heißes Wasser für eine 5-Minuten-Terrine oder irgendwie sowas in der Richtung oder so ein kleines Tütensüppchen. Da habe ich immer das Problem, da komme ich spontan auf die Idee. Dann habe ich meistens einen Hobokocher gar nicht erst dabei. So leicht wie das hier ist ein Hobokocher dann auch nicht. Ich habe es eben mal gewogen, es wiegt 90 Gramm. Und das kann man jetzt einfach mitten ins Feuer stellen. Das Feuer kann fröhlich weiterbrennen. Das Feuer bekommt weiter Luft an. Das ist, wenn man den Topf einfach mitten reinstellt. Dann ist er ja quasi aus, wo der Topf draufsteht. Also zumindest relativ bald. Die Glut ist natürlich noch heiß und heizt noch ein bisschen. Aber viel geht da nicht mehr. Und mit diesem Ding reinstellen, Topf drauf, wunderbar. Also gehe ich von aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber die Lösung großartig. Also wirklich ganz, 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 ganz toll. Ich bin mir nicht sicher, ob das selber gemacht ist. Könnte sein, sieht fast so aus. Finde ich wirklich genial. Also da auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz dickes Dankeschön. Ich bin mir sicher, dass das sehr oft zum Einsatz kommen wird. Also mindestens bei jedem zweiten Feuer. Kann man sich auch problemlos in den Rucksack unten reinschmeißen. Ich habe gerade gesehen, wie klein das ist. Also das ist mal richtig genial. Und dann haben wir jetzt hier Energy 5-0. Wusste ich auch noch nicht, dass es das gibt. Das ist, glaube ich, geschmacklich. Was hast du drauf geschrieben gehabt? Moment. Ist reine Geschmackssache. Kennen da unterschiedliche Meinungen. Das bin ich mir sicher. Das bin ich mir definitiv sicher. Könnt ihr schon vorstellen, dass das geschmacklich durchaus eine interessante Alternative ist, wenn nicht sogar richtig lecker, Reisbasis. Weil das Zero-Zeug ohne Gluten, ohne Laktose und vegan. Letzteres. Ich muss ja meine sechs Kanal-Veganer, die sich bisher geoutet haben, dass sie das sind, nicht weiter verscheuchen. Ne? glutenfrei, ja, auch da für die wenigen Leute, die tatsächlich glutenintolerant sind, gibt ja auch einige mehr, die sich das nur mehr oder weniger einbilden, beziehungsweise wo man das auch heilen könnte, diese Krankheit, da bin ich ziemlich überzeugt von. Aber gut, für diejenigen, die es wirklich sind, das ist also auch, finde ich relativ genial, das ist halt auch mal eine Krisenvorsorge oder eine Expeditionsnahrung. Ich persönlich finde das Zeug eigentlich super praktisch, eher als Trekking-Nahrung, als Survival-Training-Nahrung, als Fluchtnahrung, für was auch immer sonst. Weniger jetzt zum in riesigen Mengen im Keller deponieren, da kann man sich auch eine abwechslungsreichere Nahrung geschmacklich interessanter eben entsprechend einlagern, aber ich bin da kein Experte, aber ich glaube, da sind die meisten Leute, die da Experte sind, einer ähnlichen Meinung, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Trotzdem, ich mag das ja, also Energy 5 generell finde ich es wahnsinnig praktisch, eben wegen dem Kalorien-zu-Gewicht-Verhältnis. Interessant ist, mal gucken, was das eigentlich für Kalorien hat. Ist das vergleichbar wie das normale? Ja, ziemlich. 2325. Weiß nicht mehr, was das normale hatte, glaube ich sogar weniger, kann das sein? Also die ganze Packung wohlgemerkt, 2325, sind wieder 500 Gramm. Und was ist drin? Das könnte doch interessant sein für die Zuschauer. Gebackener Reis, wie beim Asiaten, ne? Gebackener Reis mit Ei, Gemüse und in meinem Fall gerne Hühnerfleisch dazu. Palmfett, Zucker, Reisprotein, natürliches Aroma, fertig. Und halt eben glutenfrei, laktosefrei und vegan.
Also deutlich weniger Zutaten als beim Standard Energy 5 und da werden dann wahrscheinlich auch keine Vitamine zugesetzt sein, vermute ich. Wenn doch, dann steht es hier nirgends. Bisschen Salz ist noch drin. Aber wirklich ganz wenig. Ganz, ganz, ganz wenig. Naja, ich bin wahnsinnig gespannt. Ich mache das erst auf, wenn ich mal wieder eine größere Tour vorhabe. Wenn sie mal offen sind, also zumindest bei den normalen so, halten sie sich jetzt nicht besonders ewig. Deswegen lasse ich das gerne dann nochmal ein Weilchen zu und freue mich aber wirklich schon drauf, das mal auszuprobieren. Könnte ja echt vielleicht sogar leckerer sein. Bin gespannt. Macht irgendwie so den Eindruck, als wäre es weniger süß. Ja, ich kann es nicht beurteilen. Wir werden sehen. So, was haben wir jetzt noch Schönes? Auch wieder was, da hast du unglaublich mitgedacht und mich mal wieder auf fehlende Ausrüstung quasi hingewiesen, von der ich gar nicht wusste, dass sie mir fehlt. Ich habe da auch schon mal dran gedacht gehabt, aber ich habe es dann wieder vergessen und dann seitdem war es weg. Aber jetzt ist es wieder da. Nämlich schlicht und ergreifend so Packriemen für meinen Rucksack. Der hat ja so diverse Befestigungsmöglichkeiten für genau solche Riemen unter anderem. Und ich habe keine. Und das ist ja eigentlich idiotisch. Weil man kann ja den Stauraum von meinem Standard-Waldrucksack ganz hervorragend eben dadurch erweitern, dass man solche Riemen dran macht. Und dann kann man da seine Jacke außen dran hängen. Da stört sie nicht. Sieht eher noch gemütlich aus, wenn man noch so ein Jackenbündel hinten drauf hat und hat halt viel mehr Platz im Rucksack durchs Outsourcen von sowas Leichtem, aber Voluminösen, wie halt eben einer Jacke, davon zwei Stück. Und das ist genial und ich mache mir die auch nachher in den Rucksack. Es ist zwar schon etwas später am Abend, aber das werde ich auf jeden Fall noch schnell machen, damit ich den dann auch einsatzbereit habe. Und das hier kommt natürlich noch rein. So, also jetzt fürs Erste. Das könnte ich eigentlich, ja, definitiv. So, jetzt haben wir auch mal noch ein bisschen Platz. Und ich glaube, jetzt habe ich das meiste durch. Wenn ich jetzt irgendwas übersehen habe, es ist alles angekommen, dann habe ich es jetzt nur wegen diesem, weil ich das Video zum zweiten Mal drehe, nochmal übersehen. So, und jetzt mein persönliches Highlight. Das war eine Freude beim Auspacken. Tada! Also ich hatte ja eben gerade schon erwähnt, die Flasche ist auch von denen und das muss wirklich ein klassischer, ich kenne die überhaupt nicht, schwedischer Produzent von Küchenzubehör sein. So, und jetzt gibt's das Ding in drei Größen, Complete, Light und Basic. Und was hat er mir hier angedreht? Natürlich Complete! Also allein das ist ja schon, ne? Und wenn man bedenkt, dass du mir ja schon mal ein Paket geschickt hast, Hilfe! So, aber jetzt folgendes. Da ist jetzt eben diese Box drin. Und dann machen wir jetzt mal eine andere Kameraeinstellung. Jetzt kann man es ganz gut sehen. So, also ich habe das Soda aus dieser Packung genommen und habe das dann eben, da war es glaube ich andersrum. Also es lag so rum, ungefähr so rum in der Packung, beziehungsweise dieses Ding war glaube ich unten. So sah es aus. Gut, dann habe ich erstmal festgestellt, oh cool, ein Gewürzstreuer. Und zwar ist der von daher toll, weil, wenn man hier mal den Deckel abmacht, der relativ schwer abgeht, was ja gut ist, der soll ja auch nicht leicht abgehen, kann man da mal reingucken. Der hat ein sehr, sehr großes Fach und zwei kleine, finde ich genial. Ich brauche mengenmäßig immer relativ viel Zuckerzimt zum Frühstück. Und dann würde ich mir hier Zuckerzimt reinmachen, werde ich dann auch noch tun. Salz und Pfeffer brauche ich in eher geringen Mengen. Meistens reicht mir die Würzung vom Abendessen aus. Also jetzt gerade diese Tütenfutter dann halt eben für Trekkingtouren. Das wird mir reichen. Und das müsste auch mit der Zuckerzimtmenge so ungefähr hinkommen. Vielleicht nehme ich noch ein zusätzliches Beutelchen zum Nachfüllen mit. Und der hat hier unten dann eben die entsprechenden Öffnungen, wo man das dann rauskippen kann. Und ja, also super toll. Da war ich schon mal begeistert. Dann habe ich gesehen, cool, da ist ja in dem Set sogar noch ein Löffel drin, beziehungsweise ein Göffel oder ein Spork, je nachdem, wie man das nennen möchte, mit Schneidkante. Und diese Schneidkante hier, die macht schon wirklich einen ordentlichen Eindruck. Also weichere Sachen kann man damit bestimmt schneiden. Also sprich, zip, ham. Also das finde ich schon sehr, 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 sehr praktisch. Nicht, dass ich mich über meinen anderen Titansborg beschweren möchte, den habe ich auch geschenkt bekommen. Die Schneidkante bei dem ist aber vielleicht nicht ganz so nützlich. Aber der ist sonst toll, natürlich. Ja? Wiegen tut das Ding hier gar nichts. Moment, legen wir es mal auf die Waage. Ja, 7 Gramm.
7 Gramm, sagt meine Waage. Ob das hundertprozentig stimmt, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall, also 7 Gramm, das ist ja noch leichter als das Titanteil. So, dann habe ich gedacht, oh cool, eine kleine Schüssel. Ja, kann man sich so kleine Sächelchen reinmachen, super. Oh, eine mittlere Schüssel, kann man sich mittlere Sächelchen reinmachen, großartig. Große Schüssel, oh, jede Menge Platz, toll, da kann man auch wunderbar draus essen. Und die hat hier diese tolle Ecke, dass man sie auch, wenn man sich was ganz Heißes reingekippt hat, wunderbar festhalten kann, ohne sich eben entsprechend die Pfoten zu verbrennen. Genial, also sehr, 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 sehr durchdacht. So, und dann habe ich mich gefreut, wow, da ist sogar noch ein Vesperbrettchen drin. Ich habe kein einziges Outdoor-Schneidbrettchen und das hat hier sogar noch so eine Siebfunktion, mit der man auch was Heißes eben entsprechend abgießen kann. Eben zum Beispiel Nudeln aus dem Topf. Das hat mir auch noch wahnsinnig gefehlt. Ich weiß nicht, wie viele Nudeln ich aus Versehen schon auf den Waldboden gekippt habe, weil mir halt sowas gefehlt hat. Ich wusste, das gibt's, aber irgendwie, ja, hatte ich halt nicht. Also genial. Ich bin begeistert. Das wird sau sehr, 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 sehr nützlich werden. Und auch wenn ich mir irgendwelche Sächlichen schneiden muss, was auch durchaus öfter mal vorkommt, mache ich meistens auf der Hose. Natürlich kriegt die dann Flecken, das ist mir dann mehr oder weniger egal, aber ich habe dann auch immer Angst, dass ich mir ins Bein schneide. Es ist also wirklich eine großartige Ergänzung, dass ich jetzt auch mal ein, ja, für Outdoor-Zwecke mitnehmbares Schneidbrettchen dann mal habe. Kann man ja zur Not auch ohne die Dose, wobei das macht keinen Sinn. Also wenn ich, ab sofort habe ich immer die Dose dabei. Wenn ich irgendwelche Kochvorhaben habe, nehme ich immer die Dose mit. So, also da war ich schon total begeistert. Und jetzt bin ich durch Zufall, habe ich mal ein bisschen im Internet rumgeschaut und irgendwelche Videos angeguckt und bin auf die sogenannte Falttasse aus Schweden gestoßen und habe die nur auf irgendeinem Bild gesehen und da sah die Falttasse aus Schweden seltsamerweise genauso aus wie das hier. Und ich habe mich schon gewundert, wozu ist denn dieses Ding hier da drin? Naja, vielleicht kann man da den Löffel irgendwie reinklemmen oder den Gewürzstreuer irgendwie reinklemmen. Ja, wahrscheinlich wird es dafür sein oder ich bin einfach zu blöd. So. Weil ich habe gedacht, dass, ja, oder das ist aus Designgründen, weil es in der großen ja auch drin. Bei der großen war ich mir relativ sicher, dass das nur dafür da ist, um die kleine zu fixieren. Damit da nichts. Also allzu sehr wackelt. Also sie wackeln nicht ineinander. Wenn man sie so in den Topf stellt, da wackelt dann nichts. Ne? Aber habe dann mal auf die Rückseite geguckt und später war ich dann auch mal schlau genug, hier die Packung noch mal ein bisschen näher zu lesen. Da steht das nämlich auch eben entsprechend drauf, dass es sich hierbei um eine Falttasse handelt oder Folder Cup. Und dann bin ich auch auf die glorreiche Idee gekommen, an diesem Teil mal zu ziehen. Und siehe da, man bekommt eine Tasse. Wie cool ist das denn? Ja, da ist sogar noch eine Tasse drin in diesem Set. Also nicht nur Schüsseln, jede Menge Schüsseln, sondern auch noch eine Tasse. Und dann habe ich mich, nachdem er mich wieder beruhigt hatte und begeistert war von der Tatsache, dass das eine Tasse ist und nicht nur eine kleine Schüssel, wobei ich mich bei der kleinen Schüssel auch schon überlegt hatte, naja, da kann man auch draus trinken, halt in kleinen Portionen, aber immerhin, ja, es ist eine Tasse. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, vielleicht ist das dann auch nicht unbedingt nur eine kleine Schüssel, sondern auch so ausfaltbar. Und damit quasi eine Riesentasse. Und tatsächlich ist es das. Und da steht auch entsprechend drauf. Folder Cup. Die große. 600 Milliliter. Also das ist mal wirklich eine große Tasse. Für irgendwelche Suppen oder so. Also da freue ich mich auch schon wahnsinnig, das auszuprobieren. Und jetzt schaut euch mal dieses riesige Set an. Und wie klein verpackbar das gewesen ist. Also, ne? Ist das was? Ja, das ist was. Also da bin ich extremst begeistert. Keine Ahnung gehabt, dass es sowas gibt. Also ich hatte schon mal so irgendwelche Sets in der Richtung, habe ich gesehen, aber so toll verarbeitet, so raffiniert auch und mit den ganzen Details. Heieieiei. Und das wiegt alles zusammen. Steht glaube ich auch auf der Packung. Also meine Waage sagt jetzt 265 Gramm. Heieieiei. Also da kann ich ja Großküche mitmachen. Das ist ja Wahnsinn.
Also, hei, 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 hei. Also, du hast es echt übertrieben. Also, ich bin begeistert, aber du hast es echt übertrieben. Hei, 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 hei. So viel Zeug. Und so tolles Zeug. Also auch, also wirklich auch gerade eben dieses Teil. Also das sind so meine beiden, das sind so meine beiden Highlights. Der Rest ist auch super. Also wirklich alles ganz, ganz toll. Aber diese beiden Sachen, hei, 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 hei. Und auch einfach dass du so mitdenkst, dass ich sowas brauchen kann. Ja, kann ich brauchen. Komme ich nur nicht drauf. Also das ist genial. Also wirklich vielen, 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 vielen Dank zum zweiten Mal jetzt halt schon. Also ich bin total begeistert und hin und weg und baue mir das an den Rucksack und schmeiß mir das gleich rein. Es ist 9:30. Also ich gehe jetzt nicht mehr noch groß vor die Tür, aber ich hoffe, dass ich das wirklich ganz, 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 ganz bald einsetzen kann. Übermorgen wollte ich mal wieder hoch in den Schwarzwald. Da hätte ich Zeit. Ah, da könnte man sich bestimmt eventuell. Da ist ja wieder alles Naturschutzgebiet, da darf man ja offiziell nichts kochen, aber. Mit so einem Esbit-Köcherchen, ne? Einen von den beiden könnte ich ja mal ausprobieren. So testhalber. Oh. Irgendwie ein Süppchen, ein Eintopf oder was. Und dann kann man die eine Portion hier reinmachen. Am besten ein Eintopf und ein Süpplein. Und was zu trinken. Und das eben entsprechend hiermit und würzen. Oder man nimmt einen Trangia und das da. Ah, schwierig, schwierig. Was ich mir erstmal nicht machen werde, auch wenn das trotzdem genial ist, ist halt hier von einem Dreiching und. Und wenn mir kalt wird, dann baue ich das auf. Also toll, also wirklich super. Mir fällt nichts mehr ein. Vielen, vielen Dank und tschüss.